Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valkyrie Primal, währenddessen sich der Himmel so rot gefärbt hat wie meine Wut auf die Udam. Und heute werden wir sie abschlachten, allesamt. Ich hoffe, das waren die Udam. Kann auch sein, dass es die Feuerläufer sind, aber wir lassen uns einfach überraschen, wer da hinten so rumlungert. Nehmen vorher noch diesen komischen Stängel hier mit. Was auch immer du bist. Grünblatt. So, und dann gucken wir einfach mal, wer sich da oben alles so tummelt. So, wir haben da auf jeden Fall so ein Rohr. Da schläft einer. Da sind ganz viele auf einen Haufen. Ach du Scheiße. Wir müssen irgendwie an die Rohre rankommen. An diese Pusterohre, die Alarm senden. Habe ich alle schon erwischt? Ich meine, theoretisch kann ich da einfach reinlaufen oder alle wegmetzeln, aber das ist mein Stil. Was ist passiert? Wieso habe ich Tierhaut bekommen? Weh, ruft Hilfe. Okay. Mehr wollte ich doch nicht. Schleichen wir uns hier mal weg. Da sind halt drei auf dem Haufen, das ist echt ein bisschen scheiße. Okay, wird die Leiche gleich entdecken. Versuch mal bis zum Tank zu kommen, vielleicht kann ich ihn aufschlitzen. In welche Richtung guckst du, mein Freund? Ah, die haben, glaube ich, etwas gewittert. Oh fuck. Hauptsache ihr pustet nicht in die Rohre. Du bist auch scheiße, ne? Okay. Ich habe keine Pfeile mehr, aber ich habe ein bisschen Hartholz. Haben die schon Verstärkung gerufen? Ich hoffe nicht. Ich glaube, die kämpfen da hinten. Ja. Ich glaube, jetzt kann ich da hinten hochgehen. Ich muss auf jeden Fall den Tank irgendwie erwischen. Das ist nicht so wild. Wenn der down ist, ist es halb so wild. Ich kann den nicht schlagen. Verdammt. Das ist recht ungünstig. Soll ich den fertig machen? Auch ein Takedown. Scheiße, Mann. Okay, ich muss zumindest zu den Pusterohren kommen, oder? Tanks zum Schluss machen. Wichser. Okay. Wir fighten. Wichser! Geh mal, Kleiner. Nimm. So, einmal in die Eier geschlitzt. Dann ist er weg. Ja, natürlich kommt da jetzt Hilfe, ne? Naja. Takedown. Ja! Muss ich mich kurz heilen? Scheiße, Mann. Ich baue noch ein Skill, um die Tanks fertig zu machen. Da muss ich gleich mal gucken. Ich muss da einen vernünftigen Weg geben.
Du brennst gerne, ja? Und der brennt sehr gerne. Sag mal, hör auf mit Scheiße zu werfen. Was soll denn das? Au! Alter Schwede! Nein! Oh! Der hat mich bekommen! Ach du Scheiße! Okay. Wie kriege ich das gebrezelt? Wie kriege ich das gebrezelt, Leute? Fähigkeiten. Drücke in der Nähe eines Gegners, um einen Takedown einzuleiten. Drücke RT, um einen Splitter auf einen zweiten Gegner zu werfen. Drücke RT, um einen Takedown auf große und mächtige Anführer. Ah. Schalte mehrere Gegner. Okay, gut, gut. Kann ich mir alles nicht leisten. Shit! Was bist du? Ziele und würfe deine Keule und Speere, während du eine Leiche bewegst. Ja, das brauche ich unbedingt. Mist. Kriege ich hier irgendwo auf dem Weg noch ein Level Up irgendwo? Ja, indem ich das hier mache oder das hier, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Na gut. Das ist ja kein Anführer, das hier. Ist das ein Anführer? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall eins dieser Hörner. Wenn ich mich da als erstes hinschleichen könnte, wäre das echt genial. So, die Leiche verschwindet von alleine. Dann können wir da nämlich hochgehen. Und sogar die Leiche mitnehmen. Ich versuche das immer so taktisch wie möglich zu machen. Ich bin halt so jemand, der gerne schleicht. Das ist so genau die Möglichkeit, die ich habe, hier ein bisschen was zu reißen. Es sind aber auch viele. Okay, zumindest das andere Horn erledigen, irgendwie. Wenn ich das irgendwie meistern könnte, wäre das geil. Es wird schwer, das wird schwer. Ich meine, der Horntypi, der sitzt da einfach nur. Und der liegt da. Aber da ist dieser fette Tank. Guck doch gerade in meine Richtung. Komm da gerade nicht hoch. Ja, scheiße, Mann. Und dann verziehe ich mich einfach. Wie Gegner in der Nähe werden gerufen. Ach, muss ich die Horntypen auch ausschalten? Ach, so ein Bullshit. Es ist so mehr geworden. So ein Mist. Er weiß, wo ich bin. Komm, verzieh dich. Machen wir das so taktisch. Ich muss unbedingt die Dicken ausschalten können mit einer Fähigkeit. Nur so kann ich das wirklich lautlos schaffen.
Scheiße, hier brennt alles. Ja, ist ja gut. Beruhigt euch mal. Habe ich ein Speer geschenkt bekommen jetzt, oder? Wie zum Teufel treffen die mich? Ah Gott, der Tank kommt. Für den Tank brauche ich unbedingt ein Tierchen. Na komm, du Löwe. Was habe ich noch? Öder. Falle. Weiß nicht, wie man so eine Falle benutzen soll. Wir können keine Fallen platziert werden, das ist schön. Shit. Dreck. Waffenschmied. Au. Okay, jetzt nicht sterben, Zero. Oder ist das der Anführer? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall sehr tanky. Ach, scheiße. Okay. Ich darf jetzt nicht an diesem Tank sterben. Es geht doch endlich mal drauf. Das ist schon ernst. Okay. Ich treffe ihn nicht. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Au! Er ist tot. Schlimmste haben wir hinter uns. Natürlich sehen nämlich die Penner jetzt, ne? Okay, so. Ich muss die Horntypen also auch ausschalten. Das ist gut zu wissen. Die Horntypen müssen sterben. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern, bis wir ankommen. Ich glaube, es ist ganz entspannt, ne? Oh, guck mal, da hängt auch einer. Und da auch. Und die Horntypen haben natürlich einen guten Blick auf mich. Aber die kann ich nicht mit dem Vogel ausschalten. Bleib mal unten, mein Freund. Bleib mal unten. Das sind drei Horntypen. Was geht denn? Ich hab noch so eine fette Keule. Da laufen Haufen, ne? Wenn ihr euch jetzt nicht umdreht, ist alles gut. Ah, ich hab wie gesagt, dreh dich nicht um. Hab's denen gesagt. Das darf ich nur nicht sterben, ey. Das darf ich nur nicht sterben. Wie viel habe ich davon? Nehmen wir das. Geht ein bisschen schneller. Ach, ich hätte auch einen Takedown machen können. Na! Ah! Was halt auch nur zwei, ne? Takedown! So, Mr. Oberkotz da oben. Weißt du, was ich einfach mit dir mache? Los, die Wurm, Pessi.
Hab ich mir fast gedacht. Ja, dann lösch dich! Jetzt kann ich zusehen, wie ich sterbe oder was. Ich kann mich nicht löschen! Okay, alles gut. Bin ich gestorben. Ich muss viel mehr Leichen plündern. Weil ich mein Stuff wieder zurückbekomme. Nein? Okay, auf jeden Fall gehört das schon mal uns. Das Gebiet ist mein. War zwar ein bisschen anstrengend, aber hat sich gelohnt. So. Sehr nice. Dann würde ich sagen, als nächstes brauchen wir unbedingt einen Wolf. Oder wir gehen da in die Richtung. Von hier aus gehen da runter und sammeln auf jeden Fall Holz und alles Mögliche. Alles, was wir so Schönes brauchen. Wo ist mein Beute? Da. Belohnungslager. So, Feuerstein brauche ich kaum welche, ne? 15. Hier. Art Holz. Knochen habe ich sowieso schon voll. Ich möchte ein bisschen was zurücktun. Was das bringt, weiß ich auch nicht. Alles voll. Grünblatt brauchen wir. Von dem Rest haben wir eigentlich noch ordentlich was, ne? Oh, Rotblatt. Adlerholz ist voll. Weit alles voll, ne? Sehr schön. Gut. Handwerk. Was können wir hier stellen? Oh. Speergürtel. Mehr Speere und Weißwolffell. Jägergürtel. Ja, wieso nicht kommen? Ja, das war's mit meiner Mammuthaut. Das habe ich jetzt ordentlich verschwendet. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres, Leute, gibt Schlimmeres. Ich wollte eigentlich, genau. Tierhaut habe ich nicht mehr. Gib mir doch mal ein bisschen Hartholz hier. Tierhaut. So, damit sparen wir ein bisschen Zeit. Stimmt, wir können ja zweifach herstellen, ne? So. Feuerstein auch. Ich möchte hier voll equipped sein, Freunde. Voll equipped möchte ich sein. Hier ändert sich ja nichts, ne? Stachelbomben. Hier ein paar von. Da ein paar von. Ich möchte von allem was voll haben hier. Wie man Fallen benutzt, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann noch herausfinden. Köder. Hier können wir uns mal so 6 Stück machen, ne? So. Wir sind voll ausgerüstet. Und gehen jetzt Richtung Süden und nehmen alles mit, was wir kriegen können. Hallo.
Irgendwie schreit da jemand rum. Soll er mal. So, wo ist jetzt der Kollege? Das ist der eine und der andere muss doch hier irgendwo gewesen sein, ne? Ach, egal. Ist ja auch Wumpe. Was wir allerdings machen können, ist... auf jeden Fall Alberto wiederbeleben. Weil mit dir kann ich reiten. Kann sich auf die Schlange in Keks freuen, ist mir auch egal. Nee, die Mission mache ich selber, ganz ehrlich. Die Missionen sind alle langweilig. Die müssen wir nicht machen. Stattdessen laufen wir zum Ostposten. Geronimo! Wir müssen auf jeden Fall zwischendurch mal ein paar Tiere legen, ne? Bist du für ein fettes Viech? Du gibst mir doch bestimmt das Nashorn. Nee, lass mal. Sonst hätte ich gesagt, der gibt mir bestimmt ordentlich Fleisch, aber die geben mir auch Fleisch. Schön in den Hintern gezimmert. Gib mir dein Fleisch. Ach, da braucht schon wieder jemand Hilfe. Ist es euer Ernst? Ich reite doch hier nur durch die Gegend. Hallo Jungs. So, easy. Sind jetzt alle zufrieden? Außer die Schlange. Hallo, Dude. Willst du mir irgendwas geben als Belohnung? Natürlich nicht. Ja, Schlange, ich lass dich in Ruhe. Komm. 99 Leute haben wir schon. Bam. Ich will nichts von dir. Bitte aus dem Weg. Du befindest dich auf der Straße. So, ein bisschen Holz sammeln. Ach, das ist Südholz. Natürlich was anderes als Hartholz. Wir haben doch jetzt ein Level-Up bekommen. Nicht ein Level-Up, aber Fähigkeiten, ne? Ja. Bitte den Dingen. Was haben wir da noch? Du kannst Rohstoffe ja. Stelle 2 Pfeile, und das ist gut. Stelle 4 Pfeile ist noch besser. Stelle 8 Pfeile, das ist genial. Würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier drauf, ne? Ich meine, das ist ja recht billig. Da wären wir also vor dem nächsten Dorf. Schauen wir mal, wer sich da alles drinne befindet. Da haben wir schon mal ein Horn, da haben wir einen Gefangenen. Irgendwer einzeln hier, den man so einfach mal so abgreifen kann, ohne dass jemand das merkt. Der eventuell, ne? Aber hier hinten scheint nichts zu sein. Und daraus könnte man sich reinschleichen. Bitte was? Wer hat mich denn gesehen? Och Mann, das ist nicht euer Ernst hier. Komm runter. Ist mir echt. Au! Kämpfe mit mir, mein Freund! Kämpfe mit mir! Take down!
Take down. Okay, da geht kein Takedown. Ach Mann, dass die mich entdeckt haben, finde ich echt widerlich. Dann wo haben die auch hingeguckt? Toll. Schon wieder nicht heimlich gemacht. Das ist traurig. Das ist traurig, Leute. Ich wollte es heimlich machen, aber ich wurde schon gesehen. Darum habe ich alle weggemetzelt. Faulsee Außenposten. Ja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder zu einer neuen, frischen Folge von Fallout. Nein, von Primal. Far Cry Primal. Far Cry Primal, nicht Fallout, Far Cry. Haut rein, euer Zero, tschüss.